Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Juli 2017 und herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen, die in dieser Zeit Geburtstag haben. Ich bin Antonia Langsdorf und begleite euch durch eure Konstellationen. Wenn ihr Single seid, könnt ihr interessante Bekanntschaften machen, wenn ihr in Urlaub fahrt, vor allem wenn ihr euch am Wasser aufhaltet oder auch beim Wassersport oder Schwimmen. Krebse in fester Beziehung können sehr innige Momente mit ihrem Schatz erleben, wenn es ihnen gelingt, Streitigkeiten weiträumig aus dem Weg zu gehen. Zumindest in den ersten 3 Wochen. Ja, bevor wir näher einsteigen, hier noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder was zu verlosen gibt. Wenn ihr daran interessiert seid, bleibt dran bis zum Ende des Videos. Kommen wir jetzt zu euren langwirkenden Planeten, zum Erlebnishintergrund. Die beste Nachricht für euch ist das Trigon zu Romantikplaneten Neptun. Es steht hier in den Fischen, einem schönen Aspekt zur Krebssonne, und bekommt auch eben in diesem Monat, wie Sonne ja auch im Krebs steht, nochmal ein schönes Trigon dazu. Also das wird jetzt diesen Monat in den Vordergrund treten und verheißt die Chance auf romantische Begegnungen, wirklich schöne romantische Begegnungen, eben vor allem auch, wenn ihr vielleicht auf Reisen seid. Deswegen die Idee, ne, am Wasser, Neptun ist ja Wasser, wenn ihr ans Meer fahrt oder auch an den See. Also das sind gute Gelegenheiten, um jemand Tolles kennenzulernen. Und dieser Aspekt wirkt in diesem Monat besonders auf die Geburtstagskinder vom 3. bis 8. Juli. Dann gibt es das Quadrat zu Jupiter. Der steht ja bei euch im Haus der Familie, hier im 4. Haus. Grundsätzlich erstmal eine sehr schöne Konstellation, denn Krebse sind ja Familientiere, und wenn der Jupiter da halt eine schöne Energie reinbringt, ist das auf jeden Fall von Vorteil. Nur wenn man ein direktes Quadrat von Jupiter auf die Sonne hat, dann ist das eben auch dieser Übertreibungsaspekt, oder dann neigt man auch manchmal zu so einem selbstgerechten Verhalten, ne? Dass man dann denkt, ja, ich bin im Recht und alle anderen am Unrecht. Das ist immer schwierig und das sollte man vermeiden, gerade in diesem Monat, wo die Gefühlswellen so hochschlagen. Da müsst ihr euch unbedingt die kosmische Schwingung anschauen, falls noch nicht geschehen, da erkläre ich das alles ganz genau. Und ihr seid eben halt als Gesamtkrebse besonders betroffen davon, ne? Weil diese ganzen Konstellationen eben auch im Krebs stattfinden. Genau, das Quadrat Jupiter spüren diesen Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 3. und 10. Juli Geburtstag haben. Also da gibt es eine Überschneidung zum Neptun-Trigon, was natürlich auch wieder sehr Romanzen begünstigt. Ne? So schlecht ist das jetzt nicht, wenn es euch eben gelingt, nicht rechthaberisch zu sein. Dann haben wir den etwas schwierigen Aspekt, die Opposition zu Pluto. Da habt ihr ja nun auch schon sehr, sehr lange mit zu tun. Und das ist eben Druck, der aus dem Partnerhaus kommt, oder Druck, der auf der Partnerschaft lastet. Ja? Gerade eben wurde mir eine Geschichte zugetragen von einer süßen Krebslady, die eine Beziehungskrise hat, weil ihr Freund so unglaublich ehrgeizig ist. Und das ist jetzt wie aus dem und keine Zeit für sie hat. Ja, das ist so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch, weil Pluto steht ja im Steinbock. Steinbock ist das Zeichen des Ehrgeizes, ne? Und wenn da Pluto drin steht, dann steht vielleicht auch dieser Partner echt unter Druck, um was zu erreichen. Und das Ganze wird dann halt wirklich auch als Belastung für die Beziehung empfunden. Da seid ihr jetzt wirklich auch gefragt, da tapfer das durchzustehen mit eurem Herz allerliebsten. Und gerade jetzt auch, wo der Mars dann da durchläuft, trotzdem möglichst nicht auszuflippen und das nicht persönlich zu nehmen. Das ist jetzt wirklich eine echte Herausforderung für die Krebsgeborenen. Und diesen Pluto-Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geborenen, die zwischen dem 7. und 12. Juli Geburtstag haben. Und auf die wirkt eben nun auch der Mars ganz stark ein. Gerade zu Anfang des Monats, kommen wir gleich zu. Schließlich haben wir dann noch die Spannung zu Uranus. Der steht für euch hier im 10. Sonnenhaus und zeigt für viele Krebse auch eine berufliche Anspannung oder berufliche Herausforderungen an. Und ganz allgemein vom Aspekt her, ne, Quadrat auf die Sonne, einfach auch ein Wunsch nach Befreiung, Wunsch nach Veränderung oder eben auch die Notwendigkeit, was zu verändern. Manchmal wünscht ihr euch das gar nicht, aber es muss eben sein. Und das spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 19. und 22. Juli Geburtstag haben. Genau, und wenn wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen kommen, nochmal kurz zurück zum Neumond vom 24. Juni. Da bin ich im Juni-Horoskop ausführlich drauf eingegangen und auch ganz ausführlich in der kosmischen Schwingung. Guckt euch das bitte an, ihr seid davon besonders betroffen, weil der Neumond eben im Krebs stattfindet.
zusammen mit dem Mars dann auch. Und das heißt, es geht um euch auch darum, dass ihr kämpft und euch durchsetzen wollt, aber weil der Mars eben als Feuerzeichen im Krebs steht, läuft es oft darauf hinaus, dass man einfach nur furchtbar empfindlich reagiert. Ja, dass man einfach nur betroffen ist, emotional betroffen ist, beleidigt ist, beschnien ist, ne? oder einfach alles persönlich nimmt. Und, oder wenn man kämpft, dann eben auf so eine emotionale Art und Weise. Und für euch kann dieses ganze Thema, was ich in der kosmischen Schwingung genau beschrieben habe, dieses Thema von Abhängigkeit, wer ist für wen da, wer hat mehr Gewicht zu tragen in der Beziehung, das ist jetzt für euch halt wirklich besonders akut. Da seid ihr in diesem Monat ganz besonders gefordert. Eventuell müsst ihr dann auch zurückstecken, selbst wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt recht und ihr habt vielleicht auch recht. Es nützt trotzdem nichts, sich darüber jetzt zu streiten, jedenfalls nicht in den ersten 3 Wochen des Julis. Ne? Also bitte, bitte, bitte. Versucht da so cool wie möglich zu bleiben oder rettet euch eben einfach zu euren guten Freunden und Freundinnen. Davon haben die Krebse ja meistens sehr viele, sind ja immer sehr beliebt und haben viele Freundinnen, dass die euch vielleicht trösten können, wenn es Schwierigkeiten mit dem Partner gibt. Ne? Dass ihr da bloß nicht in so einen emotionalen Kampf reingeht, weil den könnt ihr nicht gewinnen. Also da können beide im Grunde nur bei verlieren. Ne? Und das ist eben klar am Anfang Juli besonders akut. Zwischen dem 1. und dem 5., ihr seht das hier schon, hier diese Spannung zwischen Mars und Pluto, dann noch verstärkt von Merkur, das heißt, dann fallen eben auch harte Worte, wenn man sich dann auf einen Streit einlässt. Die zeigt eben deutlich diesen Druck auf der Partnerschaft und dann noch den Wunsch zu kämpfen und dieses Gefühl, eingeklemmt zu sein zwischen wer Recht hat und wer mehr einbringt. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig und ihr solltet auch versuchen, euch nicht in die Schmollecke zurückzuziehen und jetzt zu erwarten, dass vielleicht vom Partner was kommt, weil das übt dann auf den wieder Druck aus. Wie gesagt, holt euch lieber erstmal ein bisschen Trost und Rat von euren besten Freundinnen. Diese ganz schwierige Phase geht erstmal bis zum 5. und dann lässt die wieder nach. Und ihr bekommt in der Zeit aber auch ein bisschen kosmische Unterstützung. Da komme ich gleich zu. Nämlich am 3. und 4. Der 3. und 4. sind durchaus Top-Tage für die Krebse, die jetzt keine Beziehungsprobleme haben oder vielleicht einfach ungebunden sind und flirten. Da sind das 2 sehr schöne Tage. Da wird nämlich der Mond diese Spannung so ein bisschen aufbrechen. Ja, der geht dann in guten Aspekt zur Sonne und dann am nächsten Tag, am 4., sieht er das hier, diese blauen Aspekte, die zu der roten Spannung zeigen. Das heißt immer, dass es da ein Ventil gibt. Und das Ventil geht jetzt für euch ins 5. Haus, das heißt Sex. Wenn ihr also wirklich euren Partner liebt, aber irgendwie da so fest euch gehakt habt, dann kann das sehr hilfreich sein, einfach das mal beiseite zu schieben, die ganzen Themen erstmal weglassen und sich wirklich erstmal über eine schöne Intimität wieder näher zu kommen. Ja, das wäre da mein Tipp. Deswegen, so schlecht sind die Tage nun auch nicht. Und in Verbindung mit Neptun, das Ganze hat auch eine gute Verbindung hier zu Neptun, ist das auch Tantra. Also es ist auch wirklich so eine innige Sexualität, die wirklich auch in den feinstofflichen Bereich reingeht. Und die kann dann eben für euch auch so manches ausgleichen. Dürft ihr ja nicht vergessen, dass der Neptun sehr gut zu euch steht. Genau. Am 5. geht dann die Venus ins Zeichen Zwillinge. Für euch ins 12. Sonnenhaus, das kann es auch noch mal ein bisschen schwieriger machen, Beziehungen zu gestalten. Da müsst ihr dann eben auch weiterhin im Gespräch bleiben, am Ball bleiben, falls ihr merkt, dass da euch vielleicht sowas ein bisschen durch die Finger flutscht, so Beziehungsfragen. Nicht verzagen, ja, es gibt genug andere Planeten, die euch jetzt auch noch helfen, aber ihr dürft eben nicht in diesen emotionalen Streit verfallen, weil wie gesagt, da kann es keinen Gewinner geben. Weder ihr noch euer Partner wird dabei gewinnen. Genau. So, dann 4. bis 7. ist ja durchaus für alle, die flirten wollen, eine sehr gute Phase. Da haben wir nämlich auch dieses super, super schöne Trigon hier von der Sonne zu Neptun. Die steht dann eben bei euch im Krebs, die Sonne, was erstmal grundsätzlich gut ist, ja, weil das lädt euch auf mit einer Vitalenergie, das tut euch gut. Das ist auch deswegen auch für euch der Tipp, viel Sport treiben, wirklich euch bewegen, geht raus, ja, seht zu, dass ihr irgendwelche emotionalen Blockaden einfach durch Bewegung abbaut, indem ihr einfach euer Blut in Wallung bringt, ja, über eine körperliche Art. Das wird euch auf jeden Fall helfen.
Und das hilft auch für eure Ausstrahlung. Ne? So, das deswegen, der 5. bis 7. ist gut für alle diejenigen, die einfach auf der Suche sind und gerne flirten möchten. In dieser Zeit, am 6. geht dann der Merkur ins Zeichen Löwe. Das ist auch für euch ein durchaus guter Aspekt und der aktiviert dann auch wieder die Venus. Ne? Also das heißt, man, wie gesagt, immer wenn man im Gespräch bleibt, in einem guten Gespräch bleibt, kann man auch wieder die Beziehungsfähigkeit aktivieren. Das ist für euch dann auch sehr hilfreich. Ja, und dann wird es halt kritisch mit dem Vollmond. Ne? Der Vollmond ist ja sowieso immer kritisch für die Krebsgeborenen, weil sie eben das Mondzeichen sind. Viele Krebse können ja auch überhaupt nicht schlafen, wenn Vollmond ist. Und der Vollmond ist jetzt wirklich genau in eurem Zeichen, also Sonne im Krebs, Mond im Steinbock und damit auch voll auf eurer Beziehungsachse. Und auch das kann wieder heißen, entweder, dass ihr wirklich jemand unglaublich Aufregendes kennenlernt oder eben, wenn ihr in einer stehenden Beziehung seid, dass es heikel werden kann, wenn da irgendwelche Sachen im Argen liegen und deswegen auch hier wieder lieber was Schönes zusammen machen, was Schönes unternehmen, Sex haben oder vielleicht gemeinsam was mit Freunden zu unternehmen, um aus dieser Spannung ein bisschen rauszukommen. Aber konzentriert euch nicht so aufeinander und versucht bitte nicht in der Zeit irgendwelche Konflikte zu lösen. Das wird ganz, ganz schwierig. Ne? Es ist deswegen, ihr seid halt gefühlsmäßig sehr aufgeladen in dieser Zeit. Versucht mal einfach objektiv und fair zu bleiben. Ihr seid ja als Krebse auch fähig zur Empathie. Und manchmal hilft es wirklich, von sich selbst abzusehen und wirklich mal sich in den anderen hineinzuversetzen. Selbst wenn er scheinbar eine unmögliche Meinung hat oder ihr sagt, das kann ich niemals nachvollziehen, aber das ist eine hilfreiche Übung in dieser Zeit. Ne? So, dann haben wir vom 14. wieder eine gute Flirtphase für die Krebse. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ihr vielleicht einen Steinbock kennenlernt oder einen Widder auch. Oder auch ein Löwe könnte auf euch zukommen oder jemand aus dem Zeichen Waage. Ja, das ist da eine gute Phase in dieser Zeit, 14. bis 19. Da habt ihr schöne Flirtaspekte, auch mit dem Mond. Und der Top-Tag in dieser Phase wäre der 13., Donnerstag der 13. Da haben wir hier sehr schön den Mond mit dem Neptun zusammen, die in Harmonie zu euch mit Sonne im Krebs und Mars im Krebs. Und der Neptun, der macht den Mars dann auch ein bisschen weicher. Ne? Also das könnte eine sehr schöne Phase für euch sein. Und da habt ihr eine große Fantasie und könnt fantasievolle Liebespläne machen. Genau. So, und dann haben wir aber auch die kritische Phase vom 15. bis 20. Da müsst ihr sehr aufpassen, denn da haben wir eben hier den Uranus, der ja so nach Befreiung strebt. Und der macht einen harten Aspekt hier zu eurer Sonne im Krebs und der Mars ist dabei. Und das ist dann wirklich eine Zeit, wo man dazu neigt, aus einem Impuls heraus zu sagen, jetzt mache ich aber Schluss. Und dann wirklich zu sagen, ich muss mich befreien, ich muss das beenden und hinterher bereut man es vielleicht. Deswegen, also ich würde in der Zeit genau gerade nicht Schluss machen, selbst wenn es euch noch so sehr jucken sollte, sondern wirklich noch ein bisschen abfahren. Geht euch dann lieber einfach ein bisschen aus dem Weg. Ne? Man kann ja dann echt einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt weg. Und sich bei einer Freundin ausheulen und dann kann man sich das nochmal von einer neuen Warte anschauen. Ich habe ja gesagt, dass am 20. sich die Energie auch wirklich ändert. Dann geht erst der Mars ins Zeichen Löwe, geht aus diesem emotionalen Krebszeichen raus und bekommt dann wieder Feuer im Zeichen Löwe und kann da viel besser sich entfalten und auch, dann macht es auch wieder mehr Spaß. Und dann die Sonne ja auch dann am 22. und beides dann in der ersten Dekade Löwe und dann wird das auch für euch wieder einfacher, ne? Weil viele Krebse haben ja auch einen guten Humor und diese Stimmung von Humor, dass man vielleicht dann sagt, ach ja, ich war beleidigt, aber jetzt sehe ich das Ganze schon nicht mehr so schlimm, das könnte euch dann halt auch anstecken. Ne? Immerhin habt ihr auch weiterhin den Jupiter sehr schön stehen und der bekommt dann in dieser Zeit um den 20. rum auch einen schönen Aspekt von der Venus und aktiviert die dann auch. Das heißt also zum Beispiel Familienfeiern stehen dann auch trotz eventueller Schwierigkeiten mit dem Partner unter guten Sternen für euch. Ne? Genau, dann haben wir am 23. ja den Neumond. Auch hier alles für euch im Löwen im zweiten Haus. Das bedeutet, die kommenden 4 Wochen, da geht es um eure Werte, eventuell auch darum, dass ihr um das kämpfen sollt oder müsst, was euch zusteht.
Und dass ihr eben auch dran arbeitet, was ihr euch selbst wert seid. Das ist sehr wichtig. Und auch deswegen ist es eben wichtig, dass ihr nicht in der Zeit vorher vielleicht aus einem Impuls heraus Schluss macht und dann vielleicht als Single plötzlich dasteht, als Neu-Single. Wenn ihr aber Single seid, dann ist das okay. Denn natürlich im Löwen ist die Chance, zu einem guten Selbstwertgefühl zu finden, natürlich recht hoch. Das ist eigentlich sehr gut, ne? Die Frage ist eben, ob ihr auch bekommt, was euch zusteht, weil wir ja dann gleichzeitig diese Spannung von Venus-Saturn haben. Die fällt jetzt für euch in den Bereich Spiritualität und Heilung. Also da kann vielleicht auch was geheilt werden dann, aber ihr müsst wirklich drüber reden. Also das ist ja eine Opposition. Das heißt, man kann sich dem dann auch stellen und kann sich mit dem Partner dann auch auseinandersetzen, je nachdem, was vorher vorgefallen ist. Lilith hier noch mit dabei. Kann auch heißen, dass jemand kompromisslos ist. Das kommt dann eben immer ein bisschen darauf an, wie ihr euch in den Wochen vorher da verhalten habt oder wie ihr das hinbekommen habt mit euren Beziehungen. Ne? Also da müsst ihr eben wirklich gucken. Aber ihr habt da die Chance, auch vielleicht mit spiritueller Übung zu einer Heilung zu finden, eurer Beziehung. Ja, am 26. Juli geht der Merkur dann in guten Aspekt zur Krebssonne. Auch das wieder ein Hinweis darauf, dass man dann gut über alles reden kann. Und am 31. habe ich dann noch eine gute Nachricht zum Schluss des Monats. Und das ist dann auch ein Top-Tag für euch, weil nämlich dann die Venus in den Krebs geht und dann für euch da ist. Das heißt, dann erlebt ihr auf jeden Fall wieder einen Aufschwung in der Liebe und in euren Beziehungen. Weil mit Venus im eigenen Zeichen kann man dann in die Charme-Offensive gehen und vieles auch wieder gerade rücken und vor allen Dingen eben auch einen Partner wieder zurückgewinnen, den man vielleicht verloren glaubte, weil dann wird die Venus euch eben als die süßen Menschen, die ihr ja seid, auch wieder ins rechte Licht rücken. Okay, meine Lieben, falls ihr Beratungsbedarf habt, und das könnte ja wirklich der Fall sein bei diesen Konstellationen, die ja sehr herausfordernd, dann meldet euch bei mir oder schaut auf meiner Webseite und bucht eine Beratung persönlich bei mir. Schaut euch auf jeden Fall die kosmische Schwingung an, wo es um die Sommersonnenwende und den letzten Neumond und eben diese ganzen Konstellationen auch nochmal geht, wo ich das psychologisch auch nochmal genau beschrieben habe. Das ist halt sehr wichtig für euch. Und vielleicht auch nochmal das Special, folgt eurem Herzen. Ja, ich verlose auch diesmal wieder 15 Minuten Kurzberatung. Falls ihr die braucht, dann postet mir einen schönen Post und abonniert meinen Kanal. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Ach genau, und Antonias Sterne habe ich noch im Angebot, mein Webinar. Da könnt ihr teilnehmen und eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Die nächsten Termine sind am 23. Juni und am 28. Juli. Ja, meine Lieben, damit wünsche ich euch trotz der heißen Gewitterstimmung im Juli alles Gute mit den Sternen.